Frauen, die Make-up tragen, nehmen jährlich bis zu 5 Pfund giftige Chemikalien auf. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das eben war ein Titel eines Artikels, den ich kürzlich gelesen habe. Das mag man sich kaum vorstellen, bis zu 5 Pfund giftige Chemikalien über die Haut aufnehmen. Die Haut ist ja unser größtes Organ, auch unser größtes Entgiftungsorgan. Und da kann man sich natürlich auch mal die Frage stellen, was schmieren und salben wir uns denn täglich auf die Haut? Was ist denn eigentlich in diesen Produkten enthalten? Da gibt es zum einen das Make-up, welches viele Frauen benutzen, aber es gibt auch die täglichen Pflegeprodukte, die Frauen wie Männer, auch Kinder verwenden, wie zum Beispiel Shampoo, Handseife, Duschgel, Bodylotion, auch Zahnpasta fällt mit in den Bereich, weil wir ja auch über die Mundschleimhaut Stoffe aus der Zahnpasta aufnehmen. Im heutigen Video soll es nicht direkt um Make-up gehen, sondern eher um Körperpflegeprodukte, dass wir das mal kurz beleuchten und dann zeige ich euch meine natürlichen Alternativen, die ich schon seit einigen Jahren verwende. In diesem genannten Artikel, den ich euch auch unten unter dem Video verlinken werde, steht auch, dass eine durchschnittliche Frau täglich 515 synthetische Chemikalien auf ihre Haut aufträgt und dass wir ca. 60% von dem, was wir auf unsere Haut auftragen, dadurch in unseren Körper aufnehmen. Zu den bekanntesten Giftstoffen in der Kosmetik gehören zum Beispiel die Parabene. Und Parabene werden zum Beispiel auch einem großen Anteil von Pflegecremes als chemisches Konservierungsmittel eingesetzt. Sie stehen aber im Verdacht, Krebs zu erregen. Und die wirken nicht nur in den Produkten antimikrobiell, sondern können auch im Körper so wirken, beziehungsweise dort, wo sie sich dann in den Organen ablagern. Außerdem soll ihre Ähnlichkeit mit dem weiblichen Sexualhormon Östrogen den Hormonhaushalt durcheinander bringen. Mittlerweile gibt es viele Kosmetikmarken, die die Parabene durch ein in Anführungsstrichen natürlicheres Konservierungsmittel ersetzen. Doch auch diese wären oft genauso giftig wie die Parabene. Unsere Körperpflegeprodukte bestehen vorwiegend aus synthetischen Stoffen. Diese sind billig und auch in vielen Produkten notwendig, weil sie zum Beispiel diese Produkte für eine längere Zeit eben konservieren, haltbar machen. Warum setzt die Kosmetikindustrie so viel synthetische Stoffe ein? Diese Stoffe sind sehr billig herzustellen und es würde die Kosmetikkonzerne sehr, sehr teuer kommen, wenn sie auf natürlichere und oder hautfreundlichere Produkte umstellen müssten. Und es würde natürlich dann auch für den Verbraucher teurer werden. Das wird ja dann an den Endverbraucher umgelagert, diese Kosten. Dann kommt noch dazu, dass in diesen Körperpflegeprodukten viele billige Füllstoffe enthalten sind, die gar nicht so viel Nutzen für unsere Haut, für die Pflege bringen, aber eben die Menge steigern des Produkts, also des einzelnen Produkts, und die Produkte dadurch auch billig angeboten werden können. Leider gibt es auch viele Pflegeprodukte, die Mineralöl enthalten, und diese können unsere Hautporen zukleisten und verhindern, dass die Haut richtig atmen kann. Viele Menschen achten immer mehr auf gesunde Ernährung, ernähren sich pflanzenbasiert oder kaufen Bio-Lebensmittel ein oder ziehen sich ihre Lebensmittel zum großen Teil selbst. Also die gesunde Ernährung rückt schon bei vielen Menschen in den Vordergrund. Aber was ist mit der Kosmetik, mit den Körperpflegeprodukten? Die Haut, unser größtes Organ, nimmt ja diese synthetischen Stoffe auf wie ein Schwamm. Und Schadstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, die werden größtenteils über unsere Verdauung gefiltert. Aber die Körperpflegeprodukte, die gelangen ja direkt in unseren Blutkreislauf über die Haut. Unsere Haut saugt die Stoffe, die wir auf ihre Oberfläche auftragen, auf. Was passiert mit den synthetischen Stoffen, die in vielen Körperpflegeprodukten enthalten sind? Wo werden die abgelagert? Die Haut nimmt diese synthetischen Inhaltsstoffe auf und die werden oftmals im Bindegewebe angereichert. Und was passiert nach Jahrzehnten? Was ist dann die Folge davon? Dies kann über die Jahre zu Beschwerden führen, die wir gar nicht mit diesen synthetischen Inhaltsstoffen in unseren Körperpflegeprodukten in Zusammenhang bringen.
Wenn man sich das mal überlegt, die Menschheit hat ja Tausende, viele, viele Jahrhunderttausende ohne Duschgel, Flüssigseife, Shampoo, Körperlotion überleben können. Oder sind wir Menschen bis zur Erfindung des Shampoos oder des Duschgels mit verfetteten, zerzausten Haaren herumgelaufen? Oder haben wir die ganze Zeit gestunken oder waren total verdreckt? Duschgel ist 1973 erfunden worden. Davor haben die Menschen für die Körperpflege ganz einfach Seife verwendet. Und Shampoo ist, glaube ich, auch erst in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden worden. Davor gab es eine ganz natürliche Körperpflege. Es gab auch keine Körperlotion oder flüssige Handseife oder auch dieses Make-up, diese ganzen Spielarten, eine Grundierung und Rouge und dies und das. Es, mir das mal erklären lassen, was man heutzutage, wenn man sich anständig schminkt oder auch beruflich zum Beispiel tanzt, was da alles so an Make-up aufgetragen wird auf die Haut, verschiedene Schichten. Kann die Haut dann noch atmen? Die Haut nimmt vor allem bei Make-up, was man ja mehrere Stunden am Stück trägt, die Giftstoffe auf. Wenn man sich zum Beispiel duscht und sich eine halbe Minute oder vielleicht ein paar Sekunden lang mit Duschgel einseift oder das Shampoo einwirken lässt auf die Haare, nimmt die Haut das auch auf, aber das ist natürlich längerfristig gesehen nicht so problematisch wie Make-up, was wirklich über Stunden getragen wird und was vor allem auch die Haut im Gesicht wenig atmen lässt. Die meisten Menschen würden die Kosmetik- und Körperpflegeprodukte als Fortschritt und als Segen bezeichnen. Jetzt kann man endlich gut gepflegt und gut duftend sein Leben bestreiten. Aber ist es wirklich ein Segen? Wir haben ja jetzt nur kurz die Inhaltsstoffe angerissen, was das für unseren Körper bedeuten könnte. Aber diese Körperpflegeprodukte sind ja auch alle verpackt und das zumeist in Plastikverpackungen. Und das kommt ja auch noch dazu. Der Umweltaspekt ist ja auch noch derjenige, wo man hinterfragen könnte, ob diese ganzen Kosmetik- und Körperpflegeprodukte wirklich Sinn machen in dieser Masse oder ob man sich nicht auf das Nötigste und Wenigste beschränken könnte. Für viele ist es wahrscheinlich so, dass sie sich ein Leben ohne Shampoo oder Duschgel gar nicht vorstellen können. Man kann sich nicht vorstellen, je wieder ohne diese Produkte existieren zu können. Dann kommen diese synthetischen Körperpflegeprodukte in unser Leben und was vorher eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt keine Notwendigkeit war, wird auf einmal eine Lebensnotwendigkeit. Und die Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Produkte zu existieren. Aber es gibt eben auch noch bessere Alternativen für die Haut, für die Haare, für die Zähne generell, für die ganze Körperpflege. Ich verwende schon seit einigen Jahren kein Shampoo mehr, kein Duschgel, keine Körperlotion, keine Flüssighandseife und keine normale Zahnpasta. Was ich verwende, das seht ihr jetzt. Als erstes zeige ich euch unsere natürliche Zahnpflege. Hier seht ihr unsere plastikfreien Zahnbürsten. Das sind Bambuszahnbürsten mit weichen Borsten. Diese Zahnbürsten sind vor allem für Menschen geeignet mit empfindlichem Zahnfleisch und auch einfach Menschen, die eine sanfte Zahnpflege bevorzugen. Hier in unserem Emaillebecher steckt noch ein Mieswackzweig, aus dem kann man eine ganz natürliche Zahnbürste herstellen. Wir haben kürzlich Post aus Senegal bekommen von einer lieben Freundin und da waren auch Mieswackzweige dabei. Hier seht ihr die selbst hergestellten Zahnpasten von uns. Ich bevorzuge eine Zahnpasta aus Kokosöl und Kurkuma. Für meine Jungs gibt es Kokosöl und Birkenzucker. Und alle Zutaten kann man auch innerlich einnehmen. Dann haben wir hier noch ein Zahnpulver Abendhimmel von Lebenskraft pur. Das ist in Zusammenarbeit mit der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser entstanden. Dieses Zahnpulver besteht aus 5 Zutaten, die man auch innerlich einnehmen kann. An erster Stelle steht grüne Mineralerde, die trinke ich aktuell auch regelmäßig auf nüchternen Magen mit warmem Wasser. Dann haben wir hier Natron, also Natron ist ja auch ein Backmittel, das kann man auch zum Backen verwenden. Dann haben wir Xylit, Birkenzucker, ein alternatives Süßungsmittel. Dann haben wir Cayennepfeffer und ein ätherisches Bio-Zitronenöl, also alles natürliche Zutaten. Und hier seht ihr noch unsere Zahnkristalle aus Xylit, die verwenden wir schon seit ein paar Monaten nach der Zahnpflege. Die Zahnkristalle alkalisieren den Speichel und fördern somit die Remineralisierung der Zähne. Hier seht ihr ein paar Produkte für die Haut. Ganz vorne in dem kleinen Gläschen befindet sich Kokosöl und im hinteren Glas
eine Art Körperlotion, die besteht aus Kakaobutter, Mandelöl, Hanföl und einigen ätherischen Ölen. Und ihr seht hier rechts auch ein paar meiner Lieblingsöle, Zedernholz, Zitrone und Lavendel. Und daneben steht noch Teebaumöl, also auch alles natürliche Zutaten für die Haut. Hier ist noch eine kleine Tüte Natron, die verwende ich gern zum Zähneputzen. Also ich lasse einfach ein bisschen Natron im Mund sich auflösen und spüle damit ein bisschen im Mund hin und her und dann putze ich ganz sanft die Zähne. Natron eignet sich übrigens auch sehr gut dafür, wenn man zum Beispiel sehr süße Früchte gegessen hat oder saure Früchte. Dann kann man mit ein bisschen Natron, der sich ja dann im Speichel auflöst, den Mund ein bisschen ausspülen und alkalisieren. Dann haben wir hier ein paar bunte Tütchen, das sind Badepflegeprodukte aus dem Bioladen für meinen Jüngsten. Er hat sich das letztens ausgesucht und hier ist meine Hauptpflege für Haut und Haar, das ist Gasul Lavaerde. Da zeige ich euch gleich noch, in welchem Zustand ich die für meine Haut verwende. Hier haben wir noch meine Base von Jenshura, ein Körperpflegesalz. Das kann man für Basenbäder oder aber auch für Fußbäder nehmen. Also ich nehme es ab und zu für Fußbäder, für Basenbäder nehme ich ein günstigeres Mittel, weil dieses Badesalz ist schon recht preisintensiv. Es geht auch auf alle Fälle noch günstiger und genauso effektiv. Dann noch eine Trockenbürste, sehr effektiv für Trockenbürstenmassagen, um die Lymphe anzuregen, und auch eine kleine Bürste fürs Gesicht. Für das Händewaschen, aber auch für die Körperpflege nutzen wir hier so eine große Seife aus Olivenöl. Die haben wir im Bioladen gekauft. Die ist ohne Palmöl. Also bei uns gibt es keine Flüssigseife aus einer Plastikverpackung. Hier an der Wanne seht ihr unsere Pflegeprodukte für Haut und Haare. Es gibt keinerlei Duschgel, aber ihr seht hier eine Flasche Shampoo. Das ist ein Shampoo aus dem Bioladen, Rasul, ein Lavaerde-Shampoo aus wenigen Zutaten. Das hat sich mein Ältester gewünscht. Er kam mit dieser Lavaerde nicht mehr so gut klar. Man muss auch diese Lavaerde gründlich aus den Haaren auswaschen. Das war ihm ein bisschen zu aufwendig und er hat sich dann ein Shampoo gewünscht. Ich persönlich, wie auch mein Jüngster, wir verwenden Lavaerde für Haut und Haare. Hier habe ich schon eine Paste vorbereitet, da wird einfach Lavaerde mit Wasser vermischt. Man kann das auch noch flüssiger halten. Ich habe hier eine bisschen dickere Paste, das kann man ganz individuell zubereiten. Dann einfach in ein Glas oder eine Dose füllen und so hat man immer eine Waschpaste für Haut und Haare zur Verfügung. Zusätzlich habe ich hier noch aus Lufa so eine Art Gesichtpad, hatte ich auch schon in der Aufbewahrungsbox, und hier so eine Lufa-Gurke, damit kann man sich auch wunderbar die Haut säubern. Also man muss nicht zwingend seine Haut mit Duschgel oder Seife komplett einreiben. Man kann auch so eine Lufa-Gurke verwenden, um zum Beispiel Schmutz oder abgestorbene Hautzellen von der Haut abzureiben. In unserem Bad steht auch ein 5 Kilo Eimer mit Natron. Natron ist ein geniales Haushaltsmittel, was man für die unterschiedlichsten Dinge verwenden kann, nicht nur zum Backen. Zum Beispiel reinige ich mit Natron und Zitronensäure unser Bad, also die Badewanne, das Waschbecken und die Toilette. Man kann Natron vielfältig einsetzen, zum Beispiel auch um Gerüche aus Teppichen zu entfernen oder um Böden zu reinigen oder Abflüsse zu reinigen, aber eben auch für die Kosmetik. Ich habe immer wieder gelesen, es gibt auch einige, die sich aus Natron und anderen Zutaten ein Deodorant, also ein natürliches Deodorant, zubereiten. Oder man kann damit sich auch die Haare waschen oder eben für Zahnpulver oder Zahncreme verwenden. Oder eben auch als Mundspülung, was ich ja schon erwähnt habe, nach zu süßen oder zu sauren Früchten. Und ich nutze das Natron aber auch sehr gern für ein Basenbad, um den Körper zu entsäuern und zu entgiften. Ich verwende seit über 25 Jahren kein Make-up mehr. Ich habe damals für ca. 1 bis 2 Jahre ein bisschen experimentiert, aber nur mit den Augen. Ich habe noch nie Lippenstift getragen, noch nie Fingernagellack getragen, noch nie eine Grundierung für die Haut getragen oder Rouge oder irgendetwas in diese Richtung. Und ich habe damals in jungen Jahren damit experimentiert und das hat mir einfach nicht zugesagt und ich bin eher so der natürliche Typ. Mit diesem Video möchte ich einfach nur einen kleinen Impuls setzen. Es soll jetzt auch kein Fingerzeig sein auf die Frauen, die sich
gern schminken. Es gibt ja verschiedenste Gründe. Manche Frauen betonen eben gern bestimmte Punkte in ihrem Gesicht. Manche setzen einfach Kontraste in ihrem Gesicht, weil sie sagen, meine Wimpern oder die Augenbrauen, die sind einfach zu hell und ich möchte einfach ein paar Kontraste setzen. Also es gibt die verschiedensten Gründe und ich möchte auch hier in keinster Weise Frauen, die sich regelmäßig schminken, zu nahe treten. Ich zeige hier einfach nur meinen Weg auf, meine Gedanken und ich bin für individuelle Freiheit, dass jeder die Freiheit hat, sich selbst zu entscheiden. Also ich halte auch gar nichts von einer sogenannten Ökodiktatur oder Dinge zu verbieten. Also es sollen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Die Menschen dürfen sich aufklären, weiterbilden und dürfen dann ganz freiheitlich Entscheidungen treffen. Also dafür stehe ich auf alle Fälle auch. In diesem Video möchte ich auf alle Fälle noch zwei Produkte erwähnen, die in meinen Augen auch bedenklich sind, zum Beispiel Haarfärbemittel. Die müssen ja auch circa eine halbe Stunde auf den Kopf einwirken. Ich habe mir vor 25 Jahren auch die Haare gefärbt und ich weiß noch immer, wie beißend das alles gerochen hat. Und auch über die Kopfhaut nimmt der Körper diese synthetischen Stoffe, diese giftigen Stoffe, die in diesem Haarfärbemittel enthalten sind, auf. Also auf alle Fälle mal drüber nachdenken. Dann gibt es noch ein Körperpflegeprodukt und zwar Sonnencreme, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr kritisch sehe. Und ich verfolge das ja auch immer manchmal, wenn wir am Baden sind, am See sind, wie sich manche ganz dick mit Sonnencreme einschmieren. Also synthetische Stoffe werden auf die Haut geschmiert, Chemikalien, also synthetische Chemikalien, Giftstoffe. Und wenn es so heiß ist, dann brennt die Sonne praktisch diese Stoffe in die Haut. Das finde ich wirklich auch sehr, sehr bedenklich und da sollte man sich wirklich eher Alternativen überlegen, dass man sich lange dünne Kleidung anzieht oder den Schatten öfters aufsucht oder gerade am See dann einfach regelmäßig ins Wasser hüpft, um einfach zu vermeiden, sich mit diesen synthetischen Stoffen einzuschmieren und der Haut zu schaden. Wer sich für chemiefreies Leben, also für chemiefreie Kosmetik, chemiefreie Körperpflege, chemiefreie Haushaltsreinigung und chemiefreie Hausapotheke interessiert, dem kann ich den Videokurs Chemiefrei Leben von der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender Gonza empfehlen. Ihr findet den Link unter diesem Video in der Infobox und auch einige der Pflegeprodukte, die ich verwende, die findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen, einige Denkanstöße aus diesem Video mitnehmen. Hinterlasst mir gerne Kommentare unter diesem Video. Wie pflegt ihr euren Körper, Haut, Haare und Zähne? Ich bin gespannt auf unseren Austausch und wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben, eure Silke.